Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Russian Fishing 4. Wir sind am 20er unterwegs auf Brassenjagd und wollen gucken, was hier bei den Brassen aktuell jetzt in dieser neuen Woche bzw. nach dem Server Reset vom Donnerstag hier noch so geht. Hier haben wir eine Brasse 1,596 Kilo. Oh. Das war ein bisschen zu früh abgedrückt, losgelassen. Ich zeige gleich nochmal, wo wir sind. Das Setting kann ich auch nochmal zeigen. Aktuell habe ich noch eine Spinnrute mit am Start. Die werden wir gleich mal eben eintauschen. So, das sieht ja schon mal gar nicht so schlecht aus. Wir haben natürlich über Tag hier auch schon gestanden. War nicht so erfolgreich, muss ich sagen. Das hatte ich mir anders vorgestellt. Wir werden aber gleich nochmal eben eine Grundrute dazu holen. Die werde ich allerdings mit Lachs 14 bestücken. In der Hoffnung, dass hier auch ein paar Aalande zu finden sind. Bissfrequenz geht schon mal richtig steil in den Abendstunden jetzt. Das gefällt mir schon ganz gut. Da bin ich ja mal gespannt, wie das hier weiterläuft. Aber der Spot scheint noch richtig gut zu funktionieren. Scheint noch relativ safe zu sein. Da kommt schon der nächste. Ein Kilo, ja gut. Immerhin. Zielfisch. Boah. So, ich hole aber erstmal die Spinnrute ein, damit wir gleich drei Grundruten drin haben. Währenddessen kann er gleich an Route 1 auch nochmal einer beißen. So, Bissfrequenz ist Granate, muss ich sagen. Das habe ich mir so nach dem Server Reset gar nicht vorgestellt. So. Wir nehmen dann mal Route 3, machen einmal Lachs 14 dran. Und natürlich Aalandfutter in den Korb. Und schmeißen die aus. Mal gucken, ob wir hier auch ein paar Aalande rumschwirren. So. Wir werden ein bisschen weiter auswerfen. Wir haben letzte Woche hier auch einen Aaland-Trophy gefangen. Dementsprechend könnten die diese Woche hier auch ganz gut gehen. So, mal gucken, was da. Oh. Naja, das war mehr täuschen als sein. 1,588 Kilo. Geht so. So, warten wir einfach ab, dass der nächste Biss kommt. Aber ich muss sagen, Bissfrequenz ist gut. Zielfisch ist auch da. Größe lässt ein bisschen zu wünschen übrig. Alle haben einen Haken, bis auf zwei jetzt. Okay, das ist überschaubar. Naja. Schöne Güßer hier zwischen. Ne? 662 Gramm. Ich weiß gar nicht, wann sind die ein Trophy? Güster? Was war meine größte Güster bisher? War, glaube ich, ein Trophy mit 887 Gramm. Also von daher, schon ganz gut. War schon ganz gut. So. Irgendwas um die 20.000 Erfahrungspunkte noch. Dann 21.000 Erfahrungspunkte bis Level 29. Das könnten wir da mit, ja, mit einer Trophy haben wir's, hätten wir es geschafft. Wir warten aber mal ab, was sich jetzt die Nacht hier so tut. Ich hoffe noch auf einen schönen Aaland oder so. Vielleicht, dass es hier auf Aaland auch ganz gut geht. Aber angeblich funktioniert es hier richtig gut auf Brassen weiterhin. Da haben wir schon den nächsten Biss. Das ist irgendwas Kleines. Ich tippe auf dem. Oh, Jungbrasse. Und 0,1%, Leute. Wichtig, wichtig. 0,5% Punkte noch. Bis. Bis tatsächlich zur Köderfischmontage. Das ist ja schon mal mega, wenn ich euch die in der kommenden Woche zeigen könnte, oder? Die Köderfischmontage. Wir haben ja schon relativ erfolgreich die Tage auf Köderfische geangelt. Hier am 20er zum Beispiel auf die Laube. Die kann man sehr gut als Köderfisch benutzen. Ich glaube, da fängt man auch ganz gut mit. Oh, nächster Biss. Ich hätte immer gern wieder einen so richtig schön
der in die Bremse einsteigt und uns zeigen will, wo es lang geht. Aber das ist jetzt echt überschaubar. Was haben wir hier? Ja, das ist schon so eine mittlere Größe, 1,6 Kilo. Oh ja, kein Fischfetzen, aber auch kein Monster. Wir wollen die Monster. Wie viel Köder technisch haben wir noch bei Lachs? Naturköder. Lachs 14. Müssen wir sonst noch mal kaufen gehen? 40 Stück. Ich möchte nachher noch mal den Spot wechseln. Auf dem Weg hin, beziehungsweise das machen wir dann morgen, denke ich. Morgen werden wir den Spot wechseln. Dort werden wir dann hier hinten irgendwo reingehen. Als ich hier durchgefahren bin, kamen nämlich im Chat relativ wenig Leute, aber extrem viele Aalande. Ich weiß nicht, ob man von hier aus dann gut die Aalande fängt. Das möchte ich dann doch nochmal ausprobieren. So, da der nächste Biss. Oh, gar nicht so groß. Oder? Oder? Och, doch. Der sieht gar nicht mal so schlecht aus. 1,8 Kilo. Okay. Naja. Also über 2 Kilo sollten die Brassen schon haben, damit die richtig Silber bringen. Bis 2 Kilo kann man tatsächlich darüber nachdenken, alle zu Fischfetzen zu verarbeiten. Das muss man sich dann tatsächlich auch überlegen. So, irgendwo gab es hier nochmal jetzt. Na, scheint alles ruhig zu sein. Warten wir mal ab. So. Also ich finde die Ausbeute bisher ganz gut, muss ich sagen. Nur zwei Fische ohne Haken. 14 Stück. Schon mal gar nicht so schlecht. So, 21 Uhr Ingame, Sonne und 15 Grad. So, da haben wir ein Biss. Und Bremse, ja oder nein? Nein. Hätte ja sein können. Die Hoffnung stirbt zum Schluss. Aber Aaland hier gar nicht, ne? Lachs 14 und Aaland läuft gerade gar nicht. Ich glaube, Halibut geht auch noch. Den können wir auch noch benutzen. So, die wollen wir auch gleich zu Fischfest verarbeiten. Dann sind wir natürlich in diesen Bisspausen auch gleich beschäftigt. So, den hier ab zum Fischfetzen. Oh, hier nochmal 0,1%. Hervorragend. Hat sich schon wieder gelohnt. Hat sich doch glatt schon wieder gelohnt. Ich glaube, das nächste aus der Freistellung ist der Blutegel, ne? Oh, hier beißt es richtig. Bremse aber negativ. Aber ist auch egal, wir haben die Bremse auf 18. Also gucken, dass wir nicht am Holz hängen bleiben. Das habe ich die letzten Tage nämlich auch ein paar Mal gehabt. Bin ich am Holz hängen geblieben. Und aufpassen, dass er nicht ausschlitzt. Das habe ich nämlich vorhin einmal gehabt. Ach, der vielleicht 2,5. 2,8 sogar. 5.600. 68 Erfahrungspunkte. So, jetzt muss ich mal eben gucken, weil das Level Up steht unmittelbar bevor. Statistik 9.789 Gramm bis Erfahrungspunkte bis zum Level Up. Würde aber genau den Fischen hier entsprechen. Die kleineren haben tatsächlich 1 Gramm
für ein XP. Warten wir mal ab. Auch die größeren bringen natürlich mehr. Ein ordentlicher Fisch kann uns jetzt das Level abbescheren. Es ist dieser. Tor. Ich will es nicht ausschließen. Nee, das ist nicht. Dürfte ein Ticken zu leicht sein. Kommt natürlich jetzt auf den Fisch drauf an. Ist das eine Güster oder dann haben wir sie voll. Ist aber eine Brasse und hat 2,1 Kilo. 4000 Erfahrungspunkte. Und wir brauchen nur noch 5.557. So, insgesamt haben wir tatsächlich schon 11,4 Millionen dann zusammen. 11,4 Millionen Erfahrungspunkte insgesamt. Und dann brauchen wir nur noch lasche 2,5 Millionen bis Level 30. Das ist natürlich noch ein Brett, ne? 2,5 Millionen, obwohl die letzten Mal, also die letzten, also von 27 auf 28 ging relativ zügig und ich finde jetzt auch von 28 auf 29, es zog sich jetzt zum Schluss so ein bisschen in die Länge, aber es ging eigentlich ganz gut, muss ich sagen. So, gibt der Fisch die erwarteten 5000 Erfahrungspunkte? Nein, gibt er nicht. Das ist nämlich nur ein Stück Fischfetzen. Das ist mal wieder nur ein Fisch de Fetzen. So, Leute, jetzt hier was Neues. Wo angelt ihr dieses Wochenende? Wo fangt ihr die dicken Brocken? Vielleicht wisst ihr ja einen guten Aalandspot. Den hätte ich dann gerne gewusst. Aber ich will mal gucken. Also das sah vorhin im Vorbeifahren ganz gut aus. Ich denke, wenn wir den Spot finden, wo die anderen alle standen, sollte das ganz gut funktionieren. So, wie viel sind wir im Chat aktuell? 50 Spieler am Spot. Beziehungsweise im Chat. Dafür rattert der Chat eigentlich ganz gut hoch und runter. Das sieht ganz gut aus. So, so langsam könnte dann auch der nächste Biss kommen. Stört mich gerade ein bisschen. Weil, ne, überall anders beißt es, außer bei uns. Das ist dann doch schon ein wenig nervig. Ich fummel gerade ein bisschen am Mikro rum. Irgendwie ist das nämlich verstellt. So, jetzt könnte es wieder richtig funktionieren. Warum beißt es bei den anderen und bei uns nicht? Kann aber nicht wahr sein. Ich glaube, hier rechts haben wir sogar noch 17 Kilo Fluorcarbon am Start. Das müssen wir natürlich auch noch tauschen. Das haben wir natürlich nicht gemacht. Und ich glaube, Lachs 14 ist für diese Stelle zumindest der falsche Köder. So, Crank fängt hier den 5 Kilo Trophy Brasse. Ja, schon mal gar nicht so schlecht. 5 Kilo ist ja schon mal eine schöne Hausnummer. So, also gucken, was wir hier noch eine Futtermischung haben. Es ist nicht mehr viel. Das Brassenfutter ist bald weg. So, wir haben gerade noch einen Fisch gefangen, ne? Müsste jetzt eigentlich 4.453. Ich wollte gerade sagen, unten links steht nämlich schon die 2,2 Millionen Erfahrungspunkte. Also ein guter Fisch und wir haben es gepackt.
Das sind jetzt auch so die magische Grenze, wo sich das wirklich in die Länge zieht. So, die Sonne geht unter. Dann gucken wir gleich noch mal. Ausgeschlitzt. Ey, lecco mio, ey. Ja, genau in dieser Route. Ich habe natürlich genau die richtige Route gewählt. Da schlitzt der Fisch aus. Das kann auch nicht wahr sein. Also gebimmelt hat nichts, ich habe nichts gesehen. Aber kann sein, dass wir einen Fallbiss hatten. Ich hatte in dem Moment, ich bin gerade auf zwei, drei andere Sachen konzentriert. Da ist es natürlich nicht auszuschließen, dass man auch mal so einen leichten Fallbiss übersieht. So, man muss nochmal konzentrieren, dass wir hier nochmal den richtigen Fisch an die Rolle bekommen. Ich bin gespannt. Der knurrt mir im Magen sogar. Das können wir heute essen, glaube ich. Krass. Die anderen fangen wie wild hier die Brassen und wir gucken gerade dumm in die Röhre. Das soll ja was werden. So, auf der 1 tut sich was. Die Frage ist, ist das die Strömung? Es ist die Strömung. Hier muss man natürlich auch aufpassen. Hier fängt man natürlich alles. Ne? Ich habe die Tage auch hier eine Muschel auf Erbsenbrei gefangen. Die nimmt man natürlich hier mit der starken Fiederrute natürlich nicht wahr. Tja, ist ja schön, dass deine Rolle zischt und deine. Tja, unsere nämlich nicht. So ein Mist. So ein Mist. Vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass uns tatsächlich nur noch ein Fisch fehlt. Ne? So, Fischlein, Fischlein, komm ran hier. Da, der nächste Trophy von Rigo. Hervorragend. So, wir haben den Biss. Hat aber nicht gehakt. Aber jetzt. Ja, fühlt sich so mittelmäßig an, so eben an dem Holzstück vorbeiführen. Boah. Der ist schon nicht schlecht. Und? Level up. Da ist unser Level-Up-Fisch. Level 29 ist erreicht. Wunderbar. Das freut mich. Und wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch bitte einen Daumen da. Ganz, ganz wichtig. Und wenn es euch nicht gefallen hat, gebt auch ruhig einen Daumen nach unten. Schreibt mir aber in die Kommentare, warum es so ist. Ihr seht auf jeden Fall, oder wir haben jetzt hier gesehen, der Brassen-Spot funktioniert tatsächlich immer noch. Allerdings stark eingeschränkt, würde ich sagen. Also ich finde, die Bissfrequenz ist weniger geworden. Andere schreiben, die Bissfrequenz ist immer noch gleichbleibend. Das ist wahrscheinlich Ansichtssache. Und wir werden noch mal ein paar Tage hier testen müssen, um zu gucken, ob es noch läuft. Mal schauen. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt hier Russian Fishing 4 mit dem Keule. Bis denn. Ciao, ciao.